jetzt sehe ich hier ein Lagerfeuer. Perfekt. Kannst du im Zelt dich noch ein bisschen anpassen? Wenn du das wünschen solltest? Im Zelt? Hinter dir. Musst du auf das Zelt klicken. Hinter? Ja, muss ich auf das. Oder hinter Flauschhase eher. Da ist eine Pinnwand. Ach, da ist ein Zelt. Genau. Und dann hast du unten an dem Charakter zwei so Pfeile. So, wie du, schon. Das ist der Einzige, der halbwegs in deine Richtung geht. Das passt schon. Dann machen wir mal keine Story, sondern machen mal Kapitel. Fälle. Überrasch uns. Yes. Alle ready? Ja. Vielleicht. Ja, nö. Hi. Guten Tag. Ah, ich kann springen. Aber ganz schön Duster hier. Ja. Auf zwei kannst du deine Leuchtstäbe auswählen. Und wenn du sie anguckst, also wenn du runterguckst, siehst du sie an, dann kannst du mit Rechtsklick die Farbe ändern. Ja. Und damit kannst du sie dann mit Linksklick, wenn du läufst, so fallen lassen, dann kannst du markieren, wo du lang gelaufen bist. Guck mal ganz kurz, ob ich es noch ein bisschen heller mache, sonst darf ich mir wieder auf YouTube anhören. Jetzt aber dunkel. Und dunkel. Mach dein Display doch heller. Ja, hat das jetzt was gebracht? Hm? Sonst muss ich das beim Schneiden noch mal ein bisschen mehr versuchen. Okay. Gut. Sieht das auch in den Optionen? Warte mal, Anzeige. Du kannst genau rechtsklick, Escape, dann gehst du auf Optionen, auf Anzeige. Ja. Und da hast du dann Helligkeit als dritten Punkt. Ja, da hab ich ja gerade heller gestellt. Okay. Mit der Taste 1 kannst du entweder eine Laterne auswählen oder eine Taschenlampe. Was war mit den Leuchtstäbchen? Auf zwei. Die hast du in der anderen Hand, auf der 2, genau. Die musst du mit Linksklick dann fallen lassen, wenn du läufst. Eigentlich damit ist du weißt, wo du lang gelaufen bist. Eigentlich ist es egal, ob du eine Taschenlampe oder eine Laterne hast, du siehst trotzdem nichts. So, und wir müssen jetzt drei Hebel finden in dem Labyrinth. Wir dürfen uns nicht von dem Monster erwischen lassen. Ich weiß nicht, was für ein Monster drin ist. Und dann müssen wir den Ausgang finden. Yay. Hier war das nicht mit so Sammelobjekten? Jetzt in diesem Fall gerade nicht. Nur in der Story, ne? Oh, es kann auch hier drin vorkommen. Okay. Also wir können uns auch aufteilen, wenn ihr wollt. Hm. Kennst du meinen Orientierungssinn? Drei Hebel, sagst du, ja? Genau, irgendwo sind drei Hebel versteckt. Die erkennt man auch? Ja. Sackgasse. Sackgasse? Und hier sind wir lang gelaufen schon mal. Hauptsächlich vor mir nur Leuchtstäbe am Boden fallen. Naja, wenn du die auch fallen lässt, dann weißt du, dass wir da noch alle drei zusammen waren. Ja. Na super. Ich höre was. Habt ihr das auch gehört? Ja. Sollten wir hier stehen bleiben? Weiß nicht, wo es ist. Ich schätze, dass wir gleich sterben. Mhm. Was ist das? Wo stehe ich denn drauf? Auf dem Sarg.
Nein, was? Wie sah es hier mit dem Leben aus? Wie war das nochmal? Eigentlich vor. Wenn du tappst, siehst du es. Wir haben genau 3 Leben für uns alle übrigens. Wir teilen uns alle. Leben. Ach du Heiliger. Eine Bank zum Ausruhen. Okay. Wie war das Trommeln aufgehört? Ist das Monster wieder weg? Trommeln hatte ich mit dir noch nicht. Ja, auch nicht. Nee, es gibt also falls es dich tröstet, es gibt neue Monster. Ich kenne auch nicht mehr alle. Ach so, trotz deinem Mega. Ich habe die Trommel nicht gehört. Hast aber schon den Ton an, ja. Nee. Bank. Gut, als wir es das erste Mal gespielt haben, auch so, hörst du das? Nee. Erst als es dann vor mir stand. Also wenn wir zusammen 3 Leben haben, sollten wir uns vielleicht nicht trennen. Was denn? Warum läufst du rückwärts? Warum läufst du rückwärts in der Hecke? Weil geradeaus ein Oni war. Was? Oh da? No. Oh. Shit. Wo ist der Schmerz? Rückweg ist zu. Okay, aber wir sind alle hier. Ja. Also wir wissen jetzt die trommelnden Laute, das ist ein Oni, der stampft. Und unser Rückweg ist abgeschnitten. War das, ich komme nicht mehr drauf. Dieses Hirschding? Hier mit dem Feuer, ne? Die waren das, wo die nicht kommen, wenn du am Feuer stehst, ne? Nein, Oni ist ein riesiger, großer, roter Dämon mit einer großen Keule, die er zu gerne auf deinen Kopf rammt. Und er lässt sich nur abwenden durch große Bannglocken. Aber da wir in einem Wald sind und nicht im japanischen Bambus-Forest, gibt's hier keine Bannglocken. Kann man weglaufen? Du kannst es versuchen. Und wir haben Herr Schmitz verloren. Was? Herr Schmitz verloren? Oh Gott, wo bist du? Ah, lauf nicht weg. Ich habe den Ausgang gefunden. Ich bin am Feuer. Okay. Du bist am Feuer und wir sind am Ausgang. Das Problem ist, der Ausgang ist zu, solange wir die Hebel nicht haben. Jetzt auch total. Komm zum Feuer. Hi. Hi. Also da hinten kommt man auf jeden Fall wieder dahin, wo wir schon waren. Okay, dann gehen wir doch mal hier lang. Hier ist Sackgasse. Hier in den Seitengang noch. Oh. Tschüss. No. Nein. Kann ich da durchbacken? Einen anderen Weg finden, um ihn wieder zu kriegen. Das war hier. Ist hier rum. Kiri, wollen wir nicht hier noch reingehen? Oder ist hier eine Sackgasse? Schau rein, weiß ich nicht. Es geht weiter. Na dann. Und jetzt ist hier eine Sackgasse. Ich warte hier. Das ist die Flauschi-Wartebank. Vergiss es. Da holt dich der Oni eben nur ab. Ach. Der sieht, mir geht's nicht gut. Dann schmecke ich also bestimmt auch nicht gut. Wer weiß. Vielleicht, hier? Wenn man lang genug rumkaut. No. Okay, ich habe alte Spuren von uns wiedergefunden. Ich habe euch alle verloren. Ich werde doch hier nie wieder rausfinden. Hi. Und ihr habt euch jetzt wiedergefunden, oder was? Klar. Flauschi wurde abgetrennt. Ja. War lustig, gibt's immer. Irgendwo hier lang bestimmt. Hier leuchtet was lila auf dem Boden. Hinter mir ist was zugegangen. Hier sind wir am Feuer. Ich hab was. Was ist das? Ist das ein Leuchtstäbchen? Das sind Leuchtstäbchen. Okay, wo bin ich denn hier? Dann lauf den, wenn die einzeln sind, dann bin ich da hergelaufen. Ich bin wieder da, wo der Sarg ist. Hier sind noch keine. Wie bist du denn jetzt so schnell zu den Särgen zurückgekommen? Du kennst meinen Orientierungssinn, ne? Ich bin halt irgendeinen Gang reingegangen, dann ging
was hoch. Hier geht's auch nicht weiter. Hier sind... Ich werde mal gucken, wie hell ich das machen kann. Okay. Ich glaube, er kommt. Ich. Links von mir. Und dann zurück, wo er war, ne? Nicht, wo er ist. Ich höre es nur trampeln. Bin er nicht mehr. Ich habe den Anfang wiedergefunden. Und geh mal hier rein. Ich höre es wieder trommeln. Hier waren wir. Atze. Aber da ich auch Igibüschel laufe, muss man die Gänge hier nehmen? Du musst die Gänge nehmen. Du kannst ein Stück in den Busch hinein, aber er wird dich weder retten noch weiter durchlassen. Es okay. Trommelt in meinem Ohr. Verstanden. Ich habe es jetzt so hergestellt, dass ich echt verdammt viel sehe. Aber ich erschrecke mich jetzt auch von meinem eigenen Schatten, der auf die Bäume vor mich geworfen wird. Warum auch immer. Schon? Gut. Wir brauchen keine Monster, wir sind selber erschreckend genug. War denn jetzt der andere Weg? Hier trampelt was man. Ich sehe euch gar nicht. So an? Ich habe das Gefühl, ich bin tot. Oh mein Gott, ich hab ihn gefunden. Er hat Space gedrückt, um aufzugeben. Zeit bis zur Verblutung. Bist du von ihm getroffen worden? Ja. Ich habe ihn nur gesehen und bin weggerannt. Nee, der hat Boomer mit mir gespielt. Ich glaube, es trampelte oder stand er auch direkt neben mir. Du hast zwei neben mir. Entschuldigung. Hallo. Meine Katze ist auf dem Schreibtisch gesprungen. Und im selben Moment kam so ein Pappgeist aus der Hecke raus. Oh, er kommt. Der kann nicht zum Anfang, hast du mal gesagt, ne? Genau, der kommt nicht zum Anfang rein. Hey, ja. Ich habe einen Hebel gefunden. Nice. Ziele geändert, aber wir brauchen drei Hebel. Bis wir brauchen drei. Hebel gesehen. Die sind meistens an Safehäusern. Ja, glaubst du, ich habe ein Safehaus gesehen? Ich dachte, du folgst mir. Du bist ja weggerannt. Ich habe nicht gesehen, wo du gerannt bist. Ich bin ganz normal gelaufen. Waren wir schon 3000 Mal? Sackgasse? Wo ist der Kerl denn jetzt hin? Komm ich denn jetzt? Da komme ich nicht her.
glaube, hier ist die Peri alleine gelaufen. Toll. Wie soll ich denn da hinkommen, bitte? Müsste dahin, wo sie durchgegangen ist, aber ist ja überall nur auch nicht durch. Wer ist denn hier gestorben? Muss Peri gewesen sein. Ja. Wenn du es nicht ist und ich nicht hier bin. Ja, du warst auch so still, wer weiß. Ich habe so laut, so hochfrequent gefiepst, dass mein Mikro das nicht aufgenommen hat. Da bin ich deinem Mikro sehr dankbar. Ja, auch wieder eine Sackgasse. Sieht so aus, ne? Ich finde einfach nicht den Weg, um dieses Gatter zu umgehen. Da kommt mir was entgegen. Ja, okay, genau, geben wir auch zu. Ja, war das gerade von euch? Ah. Ah! Hallo! Du bist auch noch nicht dadurch, wo hinter nur Peris Knochen liegen. Ich glaube nicht. Ja, weil hier, wohl, da warst du auch schon hinter. Wie kommt man denn dahinter? Hier links. Ja, weil ich nix Orientierungssinn. Ja, hier ist auch besser. Da ist hier das Feuer. Wahrscheinlich irgendwie vom Feuer, oder? Es trommelt. Tschüss. Tschüss. Lass mich zurück. Hier kommt man hinter. Ja, toll. Jetzt muss ich wieder zurück zum Trommler hier. Aber es ist schön, dass ich zuerst gestorben bin. Ist er gestorben? Hallo? Warte auf mich. Hallo? Ich weiß nicht, wie ich das gemacht habe, aber ich habe es geschafft. Ich weiß gar nicht, wo wir jetzt hin wollen. Ich wüsste gern, wo ihr seid. Ja, wir auch. Also, du warst hier schon mal. Ich war da schon mal, okay. Ja. Aber ich war hier noch nicht, okay. Es trommelt schon wieder. Ja. Was, ich war gerade bei einem großen Rätsel angekommen mit Druckplatten. Ach ja, die tollen Rätsel. Ich vergaß. Wenn man das Rätsel löst, würde sich wahrscheinlich dann die Tür von dem Grab öffnen und dahinter ist ein Hebel. Ja. Ah! Ja! Ich hab euch! Hi! Guten Tag. Oh. Da kam er her. War da der brennende Haufen zufällig? Ja, etwas weiter durch rechts. Nein. Ja, ja gut, dann gehe ich halt woanders hin. Ich glaube, hier war eine Sackgasse. Ja. Hier ist auch zu. Das Piri, den jetzt hin. Die ist wieder durch so einen Busch, also wir können eh nicht hinterher. Ach so. Gerade gefunden, wieder getrennt. Aber guck mal hier, waren wir auch alle schon. Nee, dann gehen wir in die andere Richtung. Ja, aber dann bist du dem Feuer sehr nah, Peri. Wenn du da irgendwo rechts gegangen wärst, müsstest du irgendwo zum Feuer kommen. Können wir mal gucken, ob wir zum Feuer kommen. Hier war ich schon. Warte mal. Tschüss. Echt jetzt? Ah, ich bin beim Feuer.
Dann schön. Geh du, wenn du. Ja, dann geh du einfach links, links, links. Musst du auch gehen. Ich bin jetzt schon wieder woanders. Okay, warte. Bleib jetzt mal beim Feuer stehen. Feuer. Hm. Eigentlich sind es brennende Leichen, aber ist ja auch egal. Ne? Hey. Und da, genau. Wenn du linksklick gedrückt hältst, dann kannst du auch werfen. Ja, mit dem links herumgehen, da ist dann auch wieder ein Gitter. Aber irgendwie habe ich es doch von hier aus geschafft beim letzten, vorhin. Ein bisschen Sport muss sein. Ja, ich renne hier auch einfach so durch die Gegend, so dumm, die dumm, die dumm. Ich suche den Weg und genau dann, wenn ich nicht mehr mitrechne, kommt das Vieh. Irgendwo ist ein Gang, wo wir nicht weitergelaufen sind. Da bin ich dann gerade alleine durchgegangen. Und da kommen wir zu einem Safehouse. Also ich bin jetzt da, wo der Sarg mit den Leichen ist. Da ist ein Gitter. Das ist doch bestimmt eine Sackgasse, oder? Nee, da geht's gerade gewesen. Hier bist du. Hier warst du alleine. Warte, ich komme nochmal zurück. Hallo? Da bist du. Hier bist du alleine reingelaufen. Okay. Und ich bin schon wieder beim Eingang. No! Ja, nach Hause finde ich immer. Na, hier. Komm ich wieder zurück. Hä? Hier war wohl eine Sackgasse. Oh no. Warte. Da ist eine Sackgasse. Da, warte mal, da ist was geflogen, was Grünes. Stopp, 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 Schlausch zurück. Ja. Oh no. Was? Oh, da ist irgendwo was hochgegangen. Oh. Nein! Ich hab den Rennknopf gedrückt. Ah. Hier bin ich recht. Ich glaube, ich bin am Ausgang angekommen. Diese Dinger, sag mal, welche Schwierigkeitsstufe hast du genommen? Leicht. Mm. Das kannst du deiner Katze erzählen. It is leicht. Da ist die nächste Wand hoch. Bin wieder am Feuer. Komm nicht mehr zum Feuer, weil die Wand hoch ist. Hi, Flausch. Ist die eine dafür jetzt wieder runtergegangen, zufällig? Nein! Oh. Ich bleib dir jetzt am Hintern kleben. Wo bist du? Ah. Oh, nee, da kommen wir wieder zurück. Das ist die falsche Richtung. Wir müssen nach da. Also, dass die Wände so aggressiv rauf und runter gehen, ist mir auch neu, ne? Ja, also ich fand diese Gitter in diesem Bunker, fand ich schon echt übel. Ja, das auch, ja. Hm. Woo! Hau ab! Schreib mich nicht so an. Nein, danke. Ich glaube, der ist hinter mir und jagt mich. Ich bin gleich am Feuer. Ich höre ihn donnern. Mhm. Mami! Der jagt mich. Nein, hier ist auch das Gitter runter. Ist geholfen? Wir müssen einen anderen Weg finden. Ja, es wird gerade mal lauter hier. Er ist auf der anderen Seite der. Okay. Boah, hab ich ein Glück gehabt. Hinter mir ist eine Wand hochgegangen. Ha! Die können auch nützlich sein, ja? Ja. Versuchen wir es mal hier lang.
Ich klebe echt so nah an dir, du. Wand. Wie viele Wände wollen wir den Spielern geben? Ja. Ja. Das war Sackgasse, ne? Ja. Ich achte gerade nicht darauf, wo lang wir gehen, sondern nur, dass ich ganz nah bei dir dranhänge. Ich bin dort. Und dann springe. Nein! Nein! Als ob ich jetzt noch irgendwas hier finde. Unverhofft stand er neben mir. Oh, dann haben wir doch jetzt eh verloren, oder? Nein, ein Leben haben wir doch. Insgesamt 3 Tode jetzt. Genau. Dann ist das Leben auf 0, dann haben wir keine zweite Chance mehr. Okay. Also gibt es ein nulltes Leben. Und ich habe den Anfang gefunden. Aber dann bist du zumindest mit Herr Schmitz zusammen. Oh. Guten Tag. Guten Tag. Irgendwie unheimlich aus. Uah. Ein Kompass. Es gibt einen Kompass. Mhm. Als ob ich damit was tun könnte. Oder? Da ja überall mittlerweile schon Dings rumfliegen. Vielleicht. Okay. Also der Eingang liegt im Süden. Das ist richtig. Ich bin tot. Nee, gar nicht wahr. Der Eingang liegt. Eingang liegt im Norden. So. Ne? Stimmt das? Ich blonde Wo Frau. Wo geht denn die Sonne auf? Hm? Weiß ich nicht. Ist keine Sonne, jetzt, vielleicht ist das Mond oder so, vielleicht die Sonne Laterne. Ja, nee, den großen Wagen nicht. Ich war nicht bei den Pfadfindern. Verdammt, ich auch nicht. Ah, doch. Es sah gerade aus, als würdest du Empfang suchen. Also, wenn die rote Spitze nach Norden zeigt und ich zum Eingang, Eingang gucke, dann liegt der für mich im Norden. Gut. Dann laufe ich jetzt in den Süden. I'm so dead. Ich stecke jetzt in euren Köpfen. Was? Oh nein. Jetzt gerade bin ich in Herr Schmitz drin. Das klingt oh falsch. Hm? Ich höre es trommeln. Ich höre sehr laut trommeln. Lauf! Nein! Lauft! Lauf! Ah, Sackgasse. Er ist hinter mir und schnauft. Ich höre ihn auch schnaufen. Ich höre ihn nicht mehr schnaufen. Ja. Auf die einfach mal hinterher. Ich weiß, das ist ein Riesenfehler, aber. Ja, weil ich einfach keine Ahnung habe und ich scheiß gerade auf den Kompass. Herrlich. Ich glaube, ihr habt ihn abgeschüttelt. Er ist immer noch in eurer Nähe, aber ich glaube, er verfolgt euch nicht mehr. Mhm. Außer sie läuft jetzt dahin zurück. Ja, auf zu rennen. Ja, könnte sein, dass ich dahin zurücklaufe. Ich weiß, ich einfach keine Ahnung habe. Ja, gut, dann sind wir schon zu weit. Oh, lauf woanders hin. Lauf. Ich hab eine Sackgasse. Aber egal, was das ist. Hauptsache weg. Oh nein, ist das hier echt eine... Oh, ja, ich habe eine Sackgasse. Ich glaube, ich komme hier nie weiter. Ich muss hier irgendwie raus, aber... Ich habe mir sein Genick bricht. Ja, ich auch. Ja.